Hallihallo, jetzt schon Video zum Wochenende. Ja, ich bin jetzt Samstag nicht auf Sendung, live und in Farbe. Deswegen mache ich jetzt heute mal so ein kleines Video von meiner Arbeit, damit ihr so seht, was ich mache. Ja, ich mache meine Arbeit mit Liebe. Da hinten steht es ja auch Love. Ich hoffe, dass das Programm das ändert in Spiegel richtig. Also, ich zeige euch mal ganz kurz, was ich mache. Und wir sehen uns dann auf jeden Fall nächste Woche Samstag wieder. Also diese Woche nichts. Bisschen Osterprogramm werden wir auch machen und schaut einfach mal zu. So, hier könnt ihr sehen, da haben wir einen Pool. Ja, irgendwo hier im Nirgendwo, sage ich immer. Ja, ein ganz toller Pool, Beach Club, da wo wir jetzt sind. Und Tobi, der hat mich gebeten, mir das Ganze mal anzuschauen, Wasseranalyse gemacht. Das Wasser wird jetzt aufgeklärt und Technikcheck gibt es auch noch. Ja, hier könnt ihr das auch sehen. Hier kommen noch die Sonnenschirme drauf. Ja, gut, das mache ich nicht. Da hinten haben wir einen schönen Blick auf Palma, also ja, hier ist eine super Location hier auf Mallorca, die ja eben halt auch einen Pool hat. So, jetzt wird es im Hintergrund auch ein bisschen lauter, also das stand jetzt ein Jahr dicht, das alles verstaubt, das soll dann ja jetzt nach Ostern alles in Betrieb gehen, das heißt, hier müssen noch Sonnen getauscht werden und ja, die Technik muss überprüft werden, also da kommt man ja sonst nicht rein, das ist die Poolpumpe, ist ein bisschen größer. Mal meine Hand daneben, damit ihr mal einen Vergleich habt. Also ja, auch die Rohre so 100er Stärke, die Schieber auch ein bisschen größer. Die habe ich schon Manometer ausgewechselt. Da können wir noch ein ölgelagertes reinmachen, weil dieser Filter, ja, guckt euch mal an. Also der ist höher wie ich selber. Also der ist so gute 1,90 hoch, würde ich sagen. Und ja. Das ist so das, was ich mache. Ja, was manchmal ganz cool ist, es gibt immer so Geschichten, die erzählt werden. Diesen Beachclub gibt es schon ziemlich lange. Und das waren früher die Poolfilter. Der ist natürlich damals hier eingebaut worden. Und ja, jetzt hat er dann ein Leck gehabt. Also da kann man richtig reingucken. Seht ihr das? Da, ja. Waren früher aus Metall. Macht man heute nicht mehr. Heute ist das alles aus Kunststoff. Und ja, aber sowas kriegt man dann auch noch zu Gesicht. Und dahinter ist noch ein alter Sicherungskasten. Der ist aus der gleichen Zeit wie der Wilde. Ja, die Unterwelt Mallorcas, ne? Also, ja, so geht das aus. Ihr seht das, das ist so, da so groß bin ich, so groß ist der Filter. Und der neue ist eben halt auch so groß. Also es sind schon, ja, bei über 300 Kubikmeter Wasser braucht man das. Also ihr müsst euch das so vorstellen. So. Ja, so ein Beachclub, ich bin mal nach draußen gegangen, das ist nicht ganz so laut. Der ist wie so ein öffentliches Schwimmbad und auch da braucht man eben halt viel Technik, viel Chlor, viel pH-. Das Ganze muss regelmäßig geprüft werden. Da gibt es Leute, die das kontrollieren. Das macht der Tobi hier. Hat mich jetzt ein bisschen um Unterstützung gebeten, die Anlage wieder in Betrieb zu nehmen und vorzubereiten auf die nächste Saison. Wenn euch sowas interessiert, schreibt das doch mal in die Kommentare. Mal ein bisschen das andere Mallorca. Guckt euch mal an hier an der Steilküste hier. Herrlich, ne? Ja. Und dahinter, ja, das ist ein bisschen neblig, aber das ist Palma. Also, ja, schreibt mal was in die Kommentare. Und sorry, Samstag, mal kein Bier am Samstag. Ich bin halt nicht da. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns dann wieder in aller Frische hier sehen. Irgendwo an schönen Orten auf Mallorca. Und wie gesagt, wenn ihr mehr zu diesem Thema erfahren wollt, schreibt es ruhig in die Kommentare. Bis dann. Ciao.